hatte diesen Sommer auch meine erste Begegnung am Tage mit einem Rechtsradikalen auf offener Straße. Das war sehr lehrreich für mich. Ich fahre mit dem Fahrrad auf dem Fußgängerweg, so wie ich es immer mache. Plötzlich kommt mir so ein Typ mit Glatze und Bomberjacke entgegen. In dem Moment dachte ich, ey, ist vielleicht doch besser, auf der Straße weiterzufahren. In dem Moment sagt er zu mir, ey, ist vielleicht besser, auf der Straße weiterzufahren. Ich bin abgestiegen, denn es gibt eine kleine Regel, die besagt, wenn jemand 2,34 Meter groß ist und doppelt so breit wie du, dann akzeptier durchaus auch mal, dass er recht hat mit dem, was er sagt. Ich stand jetzt allerdings noch vor ihm. Ey, hast du dir kapiert, was ich gesagt habe? Auf die Straße! Ich habe ihm erklärt, dass ich dummerweise gerade nicht auf die Straße gehen kann, weil sich gerade in dem Moment auf meine rechte Hand ein Marienkäfer gesetzt hat. Der muss ja erstmal losfliegen, sonst kann ich mich ja wirklich auf den Straßenverkehr konzentrieren. Verstanden hat das nicht. Ey, du kannst das Ding in die Fresse haben, wenn du willst. Ich weiß noch genau, wie ich da stand und mein ganzes Leben an mir vorüberzog. Und als ich bei 5 Jahren angelangt war, da fiel mir wieder ein, wie mein Vater mir damals erzählte, Junge, wenn sich ein Marienkäfer auf deine Hand setzt, dann halt ihn in die Sonne.